So, lieber Randfreaks, kurzes Video, Tieferlegung eines Sabos. Ich habe das schon mal gemacht, diesmal mache ich es etwas anders. Ich habe hier den alten Mäher von meinem Vater, ein 43er mit Benzinmotor. Und man sieht hier so schön, der hat halt nur bis Stellung 25 mm, kann man ihn nur tief stellen. Aber wenn man an dem Hebel drückt, kann man noch weiter runter. Kommt noch ein ganzes Stück weiter runter, aber da ist keine Raste mehr. Und tatsächlich gibt es für diese Maschinen auch dieses Rastelement mit einer Rastposition ganz unten. Das kann man sich kaufen. Wenn man aber keine Lust hat, sich das zu kaufen, kann man es natürlich auch selber reinfräsen. Und das machen wir heute. Wir fräsen hier unten noch eine Position rein. Ich messe noch mal, wie tief er dann mähen wird. Und das ist halt eben für das ganz tiefe, geschnittene Gras, was man normalerweise nicht braucht. Aber wenn man natürlich sowieso eine ganz kurz geschnittene Rasenfläche hat, wie ich, und mit dem Spindelmäher normalerweise mäht auf 16 bis 14 mm, dann ist natürlich so eine tiefe Stellung hier von so einem Sichelmäher auch sehr sinnvoll. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich es ja in diesem Video gemacht habe, mal vertikutiere und dann diesen ganzen rausgezogenen Filz aufnehmen möchte, oder auch mal lüfte und die rausgezogenen Stängel und Halme mal abschneiden möchte mit einem saugenden Mäher, dann ist natürlich hier so ein Sabo, der gut saugt, in der ganz tiefen Stellung, so auf 16 mm ist der, glaube ich, dann tief gestellt, natürlich echt eine super Sache. Da muss natürlich die Rasenfläche topfeben sein, sonst skalpiert man sehr schnell hier sein Gras, sein Rasen. So, also wir bauen das jetzt aus. Fräsen da so eine Kerbe noch rein und dann bauen wir es wieder ein. Viel Spaß! Yeah! Ich wollte mal zeigen, wie man die Schnitthöhe mittelt. Und zwar, das Erste, was man natürlich wissen muss, ist... Ich darf nicht so weit kippen. Was man wissen muss, ist, wie... weit ist das Messer unterhalb oder innerhalb dieser Kante. Also hier haben wir das Messer und da haben wir die Kante. Und von außen kann man nur die Kante messen. Wenn man jetzt das Messer hier mal so anpeilt, sind das ungefähr 5, hier kann man es auch schön sehen, 5,5 mm. 5,5 mm. So. So. So geht nicht. Ja, 6 mm. Das Messer ist 6 mm hinter der Kante, also höher gesetzt als die Kante. Und jetzt messe ich jetzt zur Kante. 6 mm. Und jetzt kann ich halt hier... Jetzt können wir auch mal überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Hier steht jetzt 30, 6 mm. Da müsste jetzt die Kante auf 24 sein. Ist sie aber nicht. Ist auf 26. Aha. Ja gut. Also 32 genau. Also ist nicht ganz exakt. Mal 25 mal gucken. 25. Da haben wir jetzt hier, naja, 19. Das stimmt. Plus 6 mm sind 25. Das stimmt. So, und jetzt gehen wir ganz runter. Jetzt drücken wir ganz runter bis zum Anschlag. Und da kommt doch noch mal richtig. Und da haben wir, ah ja, da haben wir 12 plus 6 sind 18. Also bis auf 18 kommen wir runter. Das ist schon nicht schlecht. Also die Kerbe muss ganz nach unten. Gut, jetzt machen wir ihn so hoch, dass er möglichst entspannt ist. Hier ist so eine Feder drin, dass er möglichst entspannt ist. So ungefähr da auf 60. Okay, also, ja. 18 mm, das ist doch gut. Jetzt muss man hier diese obere Verkleidung lösen. Dazu braucht man so einen Tox. Ein Toxi. Toxi Baby. Zu groß, zu klein. Niemals richtig. Komm. Ja, der ist gut. Nehmen wir so einen Tox und schrauben erstmal diese beiden hier ab. Diese beiden Schrauben. Gar nicht mal so richtig fest, die Schrauben. Andere Schraube abgeschraubt. Und da der jetzt relativ entspannt ist, fliegt doch jetzt nichts auseinander hier.
So, die ab. Zack. Die andere ab. Zack, schon ab. So, dann kann man auch schon diese Klappe runternehmen. Das Schöne an diesen alten Mähern ist, dass die so einen schmalen Griff haben. Das heißt, man kann ganz einfach diese Abdeckung über diesen Griff rüberziehen. Und das war leider bei den neuen Mähern viel komplizierter. Ich kann dir mal ganz kurz hier den neuen Mäher zeigen. Schwenk mal mit. Die neuen Rasenmäher haben hier so einen breiten Griff. Haben genau das gleiche Gehäuse, genau die gleiche Abdeckung, aber haben einen breiten Griff. Und den muss man leider abbauen, um dann diese Abdeckung entfernen zu können. Dazu muss man diese kleine Passfeder, diesen kleinen Spannstift hier rausschlagen. Und dann kann man den Griff abziehen. Bei den alten Mähern ist das viel einfacher. Viel, viel einfacher. Zack. Und jetzt haben wir schon das Teil so gut wie freigelegt. Jetzt brauchen wir nur noch hier eine weitere Schraube zu lösen, nämlich die dritte Schraube im Bunde, und dann fällt uns das Teil schon entgegen. Das ist sensationell einfach. Bei den alten Mähern, da braucht man eben diesen Griff nicht abzunehmen. Das ist natürlich cool. Braucht man natürlich auch nicht. Da kann man natürlich jetzt auch ein neues Teil kaufen. Ich muss noch mal gucken, ob ich noch mal die Nummer kriege. Und das war's schon. So, jetzt fräsen wir mit der Flex hier, das zeichnen wir schön an, fräsen wir jetzt hier noch eine weitere Kerbe rein und gut ist. Beim Rasenfreak, da werden nicht Autos tiefer gelegt, sondern Rasenmäher. Also wir haben hier, das ist, wenn man das genau sieht, so ein ganz bisschen schräg, aber das interessiert uns jetzt nicht. Also wir machen erstmal, da ist noch ein Winkel, ich nehme so einen Winkel hier und ziehe erstmal hier einen Strich drüber. So schön. Jetzt brauche ich den Abstand hier. Das sind den Abstand, die Tiefe. Das sind 12. Jetzt kann man das einfach auch so anreißen oder man nimmt hier so einen schönen Anreißer, wie ich den habe. Gucken wir nochmal. Guck mal, wunderbar. Zack. Dann reiße ich jetzt hier die 12 an. Oh, ein bisschen halben mehr. 11. Das ist besser. Reißen wir jetzt die. Genau, alles schön zerkratzen. 11. Und jetzt brauchen wir die Breite. Die Breite ist ungefähr 10. Ungefähr 10. Ungefähr 10. Da, ungefähr 10. So. So, und das flexen wir jetzt einfach aus. Schutzbrille. Warpops. Hä? Handschuhe. Schön weggehen. Richtig festziehen. Oh, Stecker rein. Und alles hier entfernen, was irgendwie verbrennen könnte. So, wunderbar. Wunderbar. Bist du jetzt fest, ja? Sieht gar nicht so breit aus wie die anderen. Ja, ist auch nicht breit genug. Bisschen breiter. Traumhaft. Was habe ich vergessen? Mundschutz. Mann. Das kann man jetzt bestimmt noch ein bisschen schöner machen. So. Das ist natürlich jetzt die Bastelei. Das ist natürlich auch nicht mehr lackiert.
aber... Das reicht. Naja. ...80% reicht. Gut. Quick and dirty. Okay. Aber das macht ja nichts. So, ich muss ein bisschen gucken hier, dass der hier wieder reinpasst. So, sehr schön. Der hat so ein bisschen Vorspannung. Tja. Ich glaube, der war da, genau. Die lange ist da unten. Und die kurze kommt dann anschließend. Ach nee, die muss ich natürlich mit der Abdeckung machen. Zu schnell, Andreas, zu schnell. So, und gleich gibt es den ersten Test. Zu verlegen. Wir tunen ein Rasenmäher. Wir legen ihn tiefer. Yeah! Echt. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Rasenmäher geht, aber bei Sabo ist das eben genial, weil das eben vorgesehen ist. Und es gibt doch teilweise mehr. Frage ich mich immer, warum ist der eine Mäher noch mit einer Position versehen und der andere nicht? Dann hätte man doch gleich einfach diese Position mal reinnehmen können. Ich verstehe nicht. Egal. So. Zack, das war's schon. Hier kommt die kurze rein. Das kleine Kürz. Na? Ach, die war kurz. Die war kurz, ja. War ganz fest, kommt ganz locker. Und hier kommt die lange rein. Schon haben wir jetzt. Scheiße, ich keinen weißen Edding habe, dann könnte man hier noch Freak jetzt drauf kleben. Raufmalen. Die Freak Position. Die Freak Position. Die Freak Position. Die Freak Position. Müssen wir unten machen. Yeah. So, Freaks. Jetzt geht's in die Racing Position. Jack. Ha! Ja. Mega! Ja, ein bisschen Spiel hat er. So ein tiefer gelegter Rasenmäher. Sieht doch mega aus. Racing. Wir haben nur noch Racing beim Rasenfreak. Erst der Ferrari und jetzt der Sabo. Ja. Das ist 13. 13 plus 6 sind 19. Nicht schlecht. Schauen wir mal. Sieht schon richtig tief aus. Boah. Richtig, richtig tief. Cool. So, und damit saugen wir jetzt den Rasen von der Fläche. So, lieber Rasenfreaks, das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen, wenn ihr sowas cool findet. Und ich werde jetzt hier mit diesem Mäher noch ein paar Runden drehen. Und ja, das ist hier mit dem Sabo echt mega cool und mega einfach. Ihr könnt auch alternativ natürlich dieses Segment kaufen. Das gibt es auch als Ersatzteil. Muss mal gucken, dass eben diese Rastposition dann noch da ist. Habe ich in dem Video auch schon mal gemacht. Und hier wollt ihr euch mal zeigen, dass man es auch so ganz einfach machen kann. Idealerweise gehört da noch so ein bisschen Fett oder so ein bisschen Lack noch drauf, dass das nicht anfängt zu rosten. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Den Rasenmäher tiefer legen. Das ist schon wieder ein geiles Video. So. Oha. Da kann ich schon gar nicht mehr durchschieben.
Mega! Das ist natürlich. Einwandfrei. So, checken wir mal die Höhe. Ja. Ja. 19 tatsächlich, das passt. Knapp unter 20. Das ist gut. Leider mal ein Hinweis, wenn man jetzt hier über so einen Hügel fährt, über so einen Hügel, also über so eine Überhöhung, dann sind die Räder und vor und hinter dem Hügel und dann ist er natürlich in der Mitte noch tiefer, schneidet in der Mitte noch tiefer. Also solche Hügel zu fahren ist schon echt kritisch. Da muss man mal gucken, dass man immer so fährt, dass man nicht über so einen Hügel fährt, sondern dass man nur Senken hat oder eben ebene Flächen. Also hier jetzt über den Hügel zu fahren, merkt man hier schon, ist echt grenzwertig. Also werde ich jetzt umstellen und werde hier den Hügel jetzt hier quer mähen. Ja, aufpassen.